Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche mit drei Büchern und drei Highlights, also eine grandiose Bücherwoche und auch einem grandiosen Film, von dem ich ja schon in einem extra Video geschwärmt habe. Bevor wir aber über die Bücher sprechen, möchte ich kurz noch eine Ankündigung machen. Am Dienstag gibt es wieder den Neuerscheinungs-Hangout mit der lieben Anka. Wir werden uns am Dienstag wieder so auf 19.30 Uhr zusammenfinden und dann tatsächlich schon über die Neuerscheinungen für das letzte Quartal in diesem Jahr quatschen. Irgendwie schon verrückt, anhand ja, dieser Vorschau oder auch die Nachschau sozusagen mit der lieben Becky merkt man immer so ein bisschen, wie schnell irgendwie auch diese Zeit vergeht und dass so ein Quartal manchmal auch nicht sehr viel ist, so im Nachgang betrachtet. Aber rückwärts ist das Leben ja wieso schneller gelebt, von daher ja. Also Dienstagabend, 19.30 Uhr, da freuen wir uns, wenn ihr mit im Chat dabei seid. Vielleicht, dass die ein oder andere Neuerscheinung auch von euch mitbringen, die ihr spannend findet und wir da uns ein bisschen austauschen können. Ihr findet in der Infobox wieder die Zeitstempel für die einzelnen Bücher, auch die Infos zu den Büchern und auch, wenn das sonstige Geplauder startet, guckt da also gerne rein. Da findet ihr auch Instagram, den Leseklub und so weiter. Alles immer in der Infobox. Drei Bücher und ich habe sogar zwei davon hier in Händen. Wir haben die Woche gestartet mit Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Ja, es ist optisch, also es ja, sieht schon richtig, richtig schön aus. Gehört habe ich in der Woche Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich bin beim fünften Teil angekommen und ja, war auch ganz überrascht, wie schnell jetzt Teil 4 und 5 hintereinander gefolgt sind, aber ja, ich hatte einfach Lust und ja, einfach Freude, da nach Hogwarts zurückzukehren. Und das letzte Buch ist Ein Krankenhaus im Kongo von Robert Kösch. Ja, wie der Name schon verrät, reisen wir hier in den Kongo und das war für mich auch ausschlaggebend, so ein bisschen mit für das Hingreifen zu diesem Buch. Und ja, alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox, schaut da gerne vorbei. Starten wir mit dem ersten Highlight der Woche und zwar Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke und Guillermo del Toro. Es ist ein Highlight und es wurde ja ausgewählt von Phil. Das ist das zweite Pick My Sub Buch der Kingsiana, wo wir ja im letzten Hangout ja, für die jeweils anderen Bücher herausgesucht haben und ihr dann im Chat ja auch entscheiden konntet, welches der beiden, die wir füreinander ausgesucht haben, wird gelesen. Ja, hier ist es Das Labyrinth des Fauns geworden. Ich habe mir dieses Buch jetzt vor kurzem ja auch erst mitgenommen, so Anfang, Mitte des, ja, Februar, März des Jahres, als ich Shape of Water gelesen und angeguckt habe, was ja auch von Del Toro unter anderem ist und habe dann diese wunderschöne Ausgabe und sie ist nicht nur, und das muss man einfach sagen, sie ist nicht nur mit dem Schutzumschlag schön, sondern huch, auch ohne den Schutzumschlag. Also richtig schön. Hier sieht man Ophelia, unsere Protagonistin und auch den Faun. Richtig, richtig toll. Und ja, das habe ich als Mengeexemplar bei Thalia entdeckt und dann auch mitgenommen und habe es jetzt dann auch in dieser Woche gelesen. Das Buch basiert im Grunde auf dem Film Pans Labyrinth, den ich, soweit ich mich irgendwie daran erinnere, nicht gesehen habe. Ich habe ihn mir jetzt aber bei Tauschticket ertauscht und möchte ihn dann auf jeden Fall auch irgendwie im Nachgang mir ansehen und freue mich da auch schon drauf. Und ja, ich denke mal, dass Guillermo del Toro hier auch etwas ganz wunderbar Atmosphärisches gezaubert hat. Die Geschichte selbst spielt im Jahr 1944. Wir sind also mitten im Zweiten Weltkrieg. Wir sind allerdings eher in Spanien unterwegs, aber erleben da natürlich auch die Diktatoren und die ja etwas, ja, diese Kriege innerhalb sozusagen der Bevölkerung. Ophelia hat vor kurzem ihren Vater verloren. Ihre Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt und ist auch von diesem schwanger. Zusammen eben mit ihrer schwangeren Mutter zieht jetzt Ophelia in die Berge, dort, wo eben ihr Stiefvater wohnt. Ihr Stiefvater ist dort stationiert, wohnt da aber im Grunde auch und kämpft eben gegen die Rebellen, die sich vor allem im umliegenden Wald ja, positionieren und hier im Grunde gegen das Regime ankämpfen. Das neue Zuhause hat einen wunderbaren Wald um sich herum und wir haben hier wirklich so eine Art Königreich voller verzauberter Orte
und treffen dann eben auch auf magische Wesen. Kurz nach der Ankunft trifft Ophelia auf einen geheimnisvollen Faun, der ihr 3 Aufgaben stellt. Und sie soll mit der Erfüllung dieser Aufgaben beweisen, dass sie die gesuchte Prinzessin des Reiches ist, die eben vor vielen, vielen Jahren verloren gegangen ist. Und mit diesen Aufgaben und auch den Dingen, die in der Jetztzeit sozusagen passieren, ja, da stellt man sich eben durchaus mal die Frage, kann Unschuld tatsächlich das Böse besiegen oder auch über das Böse siegen? Und das ist so eine sehr elementäre Frage in diesem Buch. Es war ein großartiges Buch. Es war ein Buch, das zwar sehr düster war, sehr brutal war, an mancher Stelle auch wirklich manchmal nicht zu ertragen war, was da in den Gedankengängen besonders des Stiefvaters vorgeht, aber es war trotzdem eine Märchengeschichte, die mich sehr, sehr begeistert hat, die mich mitgerissen hat, die mich auch emotional gepackt hat, die auch einfach mal sprachlich etwas herausfordernder war, wo man einfach mal dranbleiben musste, wo man mitgedacht hat, und das fand ich richtig toll. Die Geschichte wird im Grunde auf 2 Ebenen erzählt. Zum einen sind wir in der Jetztzeit 1944, was hier eben die Gegenwart ist. Und zum anderen sind wir in einer Art Märchengeschichte, die sich definitiv auch sprachlich ganz klar von der Gegenwartsgeschichte sozusagen abhebt. Also man merkt sprachlich einen Unterschied. Man merkt auch innerhalb der Gegenwart von 1944, wer welche Gedanken so ein bisschen beiträgt. Also es gibt definitiv einen raueren Ton, wenn der Stiefvater spricht, als wenn Ophelia mit ihrer Mutter spricht. Hier merken wir wirklich schön, wie das herausgearbeitet wurde, wie auch sprachlich die Charaktere gezeigt werden und eben auch diese Ebenen unterschieden werden. Denn sprachlich ist besonders die Märchengeschichte richtig, richtig schön. Also sie ist poetisch, sie trägt Weisheit mit sich und Tiefe und etwas Großes, Episches, und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht auch zu lesen. Und es ist sehr mysteriös, aber eben auch poetisch, und das fand ich eine wunderschöne Mischung. Trotz dieser rauen Brutalität an mancher Stelle fand ich es so schön, da im Grunde mit Ophelia in dieses Märchenreich abzusteigen. Man muss einfach sagen, es ist für mich kein klassisches Jugendbuch, es ist definitiv etwas für ältere Jugendliche, weil es ist einfach grausam, es ist brutal, es ist auch sehr derb, und das fände ich für junge Jugendliche schon ein bisschen, ja, fast zu viel. Weiß auch immer nicht, ob das so klar differenziert dann betrachtet werden kann, aber ich sag mal, für ältere Jugendliche auf jeden Fall in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob der Film könnte ab 16 sein. Dementsprechend würde ich da vielleicht beim Buch sagen, okay, das ist manchmal nicht so ganz plastisch, vielleicht wie ein Film, vielleicht so 1-2 Jahre jünger. Aber mich hätte es, glaube ich, so mit 12, 13 bestimmt irgendwie auch verstört. Wobei, ich habe da auch Stephen King's S gelesen, aber das ist hier schon nochmal eine andere Brutalität und auch diese derbe Sprache, die ich nicht unbedingt bei Jugendlichen sehen würde. Zudem gibt es auch einige Zitate und Weisheiten, die ich richtig schön finde, die ich sprachlich großes Kino finde. Ich habe einige Markierungen gemacht. Zum einen, wir alle erschaffen uns unsere eigenen Märchen. Das fand ich so schön ausgedruckt. Und hier ging es um, dass Menschen so viel fragen und so viele Fragen. Menschen stellen sie über alles und jedes. Doch darin Antworten zu finden, waren sie gewöhnlich nicht halb so gut. Das sagt hier eine Fee zu Ophelia. Hier gibt es dann auch etwas Mystisches, was eine stehengebliebene Uhr beschreibt. Das würde jetzt aber, glaube ich, aus dem Zusammenhang nicht klar werden, warum das so schön formuliert war. Und dann fand ich es hier auch sehr schön. Manchmal macht die Finsternis in der Welt selbst die Heiler zu Schlechtern. Ja, und da ist definitiv etwas Wahres dran. Was Ganze habe ich mir hinten noch markiert. Ah, hier unten, sehr schön. Es sind immer nur wenige, die zuhören können und nach den wirklich wichtigen Dingen Ausschau halten. Aber für die besten Geschichten sind die wenigen gerade gut genug. Ach, sehr schön. Ein wunderbares Buch, wirklich poetisch, herausfordernd, aber richtig schön und zieht uns in eine Welt, die ganz besonders ist. Und auch Ophelia als Charakter wird wirklich wunderbarst gezeichnet, überhaupt auch diese Entwicklung. Man muss natürlich die Geschichte in den Kontext von 1944 setzen, weil sonst würde man die Mutter ständig nur schütteln wollen. Ich fand aber schön, wie hier einfach auch diese Märchenwelt, diese Legenden, dieses Mysteriöse mit der echten Welt so ein bisschen in Verbindung
Verbindung gebracht wurde, wie das auch Überschneidungen gab und wie auch Ophelia da einfach ein Teil davon war, von beiden Welten. Und das war richtig schön. Also ich habe sie sehr, sehr ins Herz geschlossen, habe auch am Ende bittere Tränen geweint und man braucht da definitiv Taschenbücher. Die werde ich mir dann auch für den Film bereitlegen. Ein richtig, richtig schönes Buch. Es ist mal wieder was ganz anderes und trotzdem etwas ganz Besonderes und hat mir große Freude gemacht und großen Dank an Phil und auch natürlich an euch, die Zuschauer, die das im Kingsiana Hangout gewählt haben, dass ich eben jetzt schon in den Genuss dieses tollen Buchs gekommen bin. Das nächste Highlight ist dann Harry Potter und der Orden des Phönix. Ist der fünfte Teil der Reihe und ich hatte einfach Lust, direkt weiterzuhören. Es ist jetzt ja noch gar nicht so lange her, da habe ich Band 4 gehört und war auch sehr begeistert. Es gibt für mich auch keinen echten Highlight-Band, denn ich finde, jeder Band hat etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, zu Harry Potter muss man auch gar nicht mehr viel sagen, auch nicht im fünften Teil. Das Besondere, was mir neben Rufus Beck, den ich für einen großartigen Sprecher halte, ist am fünften Teil einfach, dass wir hier beim Erwachsensein dabei sind. Wir haben hier jetzt eben Jugendliche, die zwischen 14, 15, 16 sind. Natürlich eventuell die Weasley-Zwillinge auch noch mal ein Jahr älter. Und wir merken einfach, wie die so ein bisschen in dieses Jugendleben kommen. Sie streiten sich mal, sie haben andere Meinungen, sie versuchen das zu lösen, sie versuchen füreinander da zu sein, sie... ja, das ist einfach so, finde ich, im fünften Teil sehr wiedererkennend. Es gibt nun einfach größere Probleme, weil eben der, dessen Name nicht genannt werden kann, irgendwie wieder zurück ist und sich dann die ganze Welt im Grunde gegen Harry stellt. Und er merkt auch, dass mit ihm dann doch nochmal was anderes ist. Ich finde auch, dass Severus Snape hier eine größere Rolle einnimmt als in den letzten Teilen. Ich finde es toll, dass alle auch mal über ihren Schatten springen und merken, es kommt manchmal nicht nur auf meine eigene Meinung oder meine eigenen Gefühle an, sondern manchmal tut man das eben auch einfach für den anderen und das finde ich wirklich großartig. Zudem haben wir ja auch einige Verluste und besonders einen Verlust, aus dem ich bin ich gar nicht mehr rausgekommen. Also das ist für mich auch somit der erste schwere Verlust, der ist für mich im fünften Teil. Und ab dem vierten Teil bin ich bei Harry Potter doch ein bisschen heulig unterwegs. Ja, heute kann ich darüber lachen. Letzte Woche war ich ein bisschen emotionaler. Aber hier ist es wirklich so, wenn wir gegen Ende kommen und hier den Verlust haben, und ich weiß nicht, kann man überhaupt noch Harry Potter spoilern, aber wer es noch nicht kennt, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber das ist für mich so ein Abschied, der so unerwartet kommt, und einfach so tragisch, so traurig und besonders für Harry. Und ich da immer wieder total wirklich am Boden bin, nicht mehr aus der Heulerei rauskomme und für mich mit einer der schwersten Verluste ist, weil mir dieser Charakter, obwohl man ihn im fünften Teil nicht ganz so präsent hat, wie vielleicht noch im vierten, nicht ganz so nah vielleicht an einen rankommt, aber diese Erinnerung zum Beispiel an den dritten Band, wo beide ein Gespräch führen über ihre Zukunft und dieses Gespräch ist einfach jetzt, umsonst. Und das, ich finde das unglaublich traurig. Also es ist mit einer der Verluste in diesem Universum oder ich glaube auch aus allen Büchern, die ich nur sehr schwer verkrafte und immer wieder verarbeite und wirklich danach erstmal eine Pause im Hörbuch immer brauche und denke, nicht so einfach. Dennoch natürlich auch ein Highlight-Buch und mal sehen, ich denke jetzt mal im Oktober geht es dann vielleicht auch mit dem sechsten Band weiter und ich freue mich da definitiv aufs Weiterhören. Und ich weiß, dass viele beim fünften Teil ja sagen, weil er so lang ist und so dick ist, dass es ja auch so ein paar Längen hat. Ich empfinde das überhaupt nicht so. Also ich finde das so viele Aspekte so spannend, so tolle Charaktere, die wir auch kennenlernen, wenn man an Luna Lovegood denkt, die wir hier näher kennenlernen, wir sind im Hagrids und Dolores Umbridge, also die als Bösewicht, wie die gezeichnet ist, einfach nur großartig, man kann sie nur hassen. Und dafür, wie toll wir sie hassen, das finde ich ist wirklich großartig gelungen. Also auch so facettenreich und so listig und ich bin begeistert auch wieder vom fünften Teil und freue mich definitiv dann auch auf den sechsten Teil. Und das letzte Buch, ebenfalls ein Highlight-Buch, ist dann von Robert Kösch,
Ein Krankenhaus im Kongo. Mir ist dieses Buch aufgefallen bei der Buchvorschau vom Conbook Verlag, wurde mir auch von diesen liebenswerterweise zur Verfügung gestellt und war super, super happy, als es dann bei mir angekommen ist. Ich liebe ja Berichte über das Reisen und besonders auch, wenn es mal an außergewöhnlichere Orte geht. Und hier muss man sagen, ist nicht nur der Ort, also der Kongo, außergewöhnlich, sondern auch der Charakter, der Mensch, der da hinreist, um eben auch hier etwas vor Ort zu tun. Es wird auch bald noch eine Verlosung auf meinem Kanal geben zu einem anderen Buch aus dem Conbook Verlag. Da werde ich wohl die Verlosung auf Instagram machen, aber in der Bücherwoche auf jeden Fall auch drüber sprechen. Halte da also in den nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall auch die Augen offen. Robert Kösch ist gerade glücklich verheiratet und auch im Leben angekommen. Doch seitdem er bei einem Gleitschirmflug lebensbedrohlich verunglückt ist, da war er knapp Ende 20, hat er so ein paar andere Gedanken im Kopf. Denn er möchte einen Traum verwirklichen. Er möchte die Ärzte ohne Grenzen unterstützen. Allerdings ist er kein Arzt. Das muss man, wie man hier drin erfährt, auch gar nicht sein. Denn er möchte einfach für die gute Sache kämpfen und unterstützt daher ein Projekt im Osten des Kongos. Hier soll ein neues Krankenhaus gebaut werden und hier unterstützt er eben als Ingenieur und als Mann für alles irgendwie dieses Projekt. Er trifft dort auf die sehr offene und auch freundliche Bevölkerung und fühlt sich sehr, sehr schnell heimisch und merkt, dass neben all der Arbeit trotzdem noch Zeit für Fußball bleibt und auch für Schwimmen im See, den es hier vor Ort gibt. Doch dann ändert sich die Sicherheitslage vor Ort und auch Corona wirbelt hier so ein bisschen alles durcheinander und all diese Erfahrungen packt Robert Kösch hier in diese Geschichte. Ich muss echt sagen, selten einen so sympathischen Typen in einem Buch kennengelernt, der einen ganz speziellen Humor hat, der eine tolle Art hat, über Dinge, die er sieht, zu berichten, aber gleichzeitig auch sehr selbstreflektiert tatsächlich mit sich selbst umgeht und eben auch seine Reaktionen, seine vielleicht auch Vorurteile oder auch wie er gerade über etwas denkt, eben einfach mal rückwärts zu betrachten. Man merkt, dass es für ihn sehr einprägend war, über diese 7 Monate im Kongo zu erzählen und das macht er auch wirklich sehr strukturiert, was mir besonders gut gefallen hat und er macht das auch sprachlich sehr leicht und mitreißend. Also wir sind hier wirklich Step und Step dabei, erfahren nach und nach, wie sich das vor Ort anfühlt und das fand ich wirklich toll gelöst, auch mit dieser Struktur, die in dem Buch zu finden ist, das hat mir großen Spaß gemacht. Dazu gibt es natürlich auch einige Details zu seiner Tätigkeit und auch zu seinen Erfahrungen mit eben den Einheimischen vor Ort, wie das Zusammenleben, aber auch das Zusammenarbeiten ist. Natürlich kommen da auch ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammen und auch da gibt es natürlich den einen oder anderen Konflikt, aber natürlich auch Gemeinsamkeiten, die alle miteinander so ein bisschen zusammen. Es gibt viele, viele Infos über den Kongo, den ich vorher also nicht so richtig im Kopf hatte. Also natürlich weiß ich, dass es den Kongo gibt und wo der liegt und Ähnlichem. Aber jetzt so en Detail mit der Bevölkerung, mit den Strukturen vor Ort habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt. Und umso spannender fand ich es hier, dass wir eben mit diesem Buch auch wirklich dem Kongo näher kommen. Dinge erfahren, die vielleicht auch einfach mal an einem vorbeigehen, weil man einfach gar nicht die Zeit hat, alle Länder auf der Welt näher zu betrachten. Ich habe mit dem Buch viel gelacht, also ich fand wirklich den Humor und auch die Situationen, die sehr unterhaltsam waren, sehr zum Lachen. Ich habe da wirklich ganz tolle, humorvolle Stellen gehabt, wo ich wirklich sagte, großartig erzählt. Aber es gibt natürlich auch emotionale und auch nachdenklich stimmende Passagen. Und hier geht man dann wirklich auch mal mit so einem kleinen Tränchen im Auge raus. Also wie ihr seht, ich bin tatsächlich einfach sehr heulig unterwegs. Man catcht mich damit doch recht schnell. Aber das fand ich sehr schön. Besonders das zum Nachdenken, das ist natürlich auch was, was man einfach auf sich selbst, auf seine Welt, auf seine Umwelt übertragen kann. Und am Ende, sind wir alle Menschen, die einfach die gleichen Probleme haben und denen ja auch allen irgendwie das gleiche Schicksal droht. Und also wir sind auf diesem Planeten alle zusammen und ich fand das einfach sehr toll gemacht, wie er das gemacht hat. Ich habe vorhin schon kurz über seine Selbstreflexion gesprochen. Die fand ich hier wirklich auch herausragend und wunderbar nachvollziehbar. Man trifft, finde ich, solche Menschen viel zu wenig, die wirklich auch ihr eigenes Tun, ihr eigenes Denken mal überdenken, in sich gehen und eben auch einfach mal so einen Blick auf sich selbst werfen und dann eben einfach
ja, entscheiden und überlegen, ja, wie sie da vielleicht auch etwas verändern können. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ereignisse, die hier passiert sind, die natürlich auch einfach von der aktuell gesellschaftlichen Lage geprägt sind. Wenn man an Corona denkt, ich glaube, wir starten hier irgendwann 2020, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wann 2020, ich gucke mal gerade, ob ich das sehe. Ja, Januar bis März 2020 beginnt die Abschiedsparty. Und ja, da tauchen dann natürlich gerade die genannten Probleme auch auf. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend mit zu betrachten. Ich fand ein Zitat so schön, das ich mir auch rausgeschrieben habe. Man hat nicht ewig Zeit. Man muss seine Träume umsetzen. Irgendwann ist jetzt, ist definitiv ja auch ein Spruch von mir. Und da konnte ich Robert Kösch auch nur recht geben. Ein toller Erfahrungsreisebericht mit wirklich auch diesem wohltätigen Gedanken dahinter, auch dieser Trennung natürlich von zu Hause, über die er auch durchaus spricht, wenn er eben Freunde, Familie, Ehefrau vermisst. Was tut sich auch zu Hause? Wie unsicher ist auch manchmal einfach diese Kommunikation? Und natürlich auch, wie geht es den Menschen zu Hause, die sich zu so einer Zeit natürlich besonders Sorgen machen um ihren, ja, Lieblingsmenschen irgendwo im Kongo? Und das fand ich auch super gezeigt, dass eben auch nicht alles nur durch die rosa-rote Brille zu sehen ist, sondern dass natürlich Menschen dahinter stecken, die wirklich auch Gefühle haben, die ja sich wirklich Gedanken machen. Und das, finde ich, hat Robert Kösch wirklich ganz, ganz toll rübergebracht. Ein tolles Buch, ein toller Erfahrungsbericht, wirklich sehr zu empfehlen, hat mir viel Spaß gemacht und ist definitiv ein Buch, was ins Highlight-Regal wandert, nicht in dieses, sondern die Reiseberichte und Erfahrungsberichte stehen ja im anderen Regal. Aber das bleibt auf jeden Fall hier. Das fand ich richtig, richtig toll. Und ja, es sind auch wunderbare Bilder mit enthalten im Mittelteil, die mir auch super viel Spaß gemacht haben. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die Bilder nur im Mittelteil sind, weil ich finde es immer schöner, wenn sie zum passenden Kapitel so ein bisschen zu sehen sind, dass man dann eben, wenn man die Bilder anschaut, auch einen Bezug zu der Situation hat. Aber das ist, ja, jammern auf höchstem Niveau. Ich glaube einfach, dass es in der Druckerei auch so viel einfacher ist. Und ja, Highlight Nummer 3 in dieser Woche, wirklich richtig, richtig toll. Ja, und zu den drei buchigen Highlights gibt es dann ja auch noch ein Film-Highlight. Da gab es in dieser Woche ja auch schon ein Video von mir, das ich auch einfach mal unten in der Infobox verlinke. Und ja, ich habe Dune im Kino gesehen. Der läuft nun ja seit 16. September in den Kinos. Und ich kann es hier nur nochmal sagen, dieser Film gehört auf die große Leinwand. Er gehört mit einem wahnsinnig bombastischen Soundsystem gehört. Und ich muss echt sagen, Leute, schaut euch diesen Film im Kino an. Wartet nicht auf die DVD, die Blu-ray oder ja, sondern geht ins Kino, schaut ihn euch an. Ich fand ihn episch, ich fand ihn großartig, ich fand ihn versprachlos machend. Es war ein Erlebnis der wundervollsten Art, zum einen natürlich im Kino zu sitzen und zum anderen, also ich bin immer ein begeisterter Kinogänger und das auch schon viele, viele Jahre. Ich vermisse das tatsächlich wahrscheinlich mit am meisten, neben dem Reisen vielleicht und den Menschen in der Ferne, könnte Kino tatsächlich um so an dritter oder vierter Stelle kommen. Ist das jetzt sehr traurig oder nachvollziehbar? Ich glaube schon. Ja, es ist einfach was, wo ich sage, dass da hängt auch mein Herz dran. Es sind nicht nur die Bücher, sondern eben auch Filme und besonders einfach dieses Kinoerlebnis. Weil man sitzt eben in diesem Fall auch 2,5 Stunden in diesem Kino ohne Ablenkung, wenn man das Popcorn vielleicht wegrechnet und man genießt einfach diesen Film. Und für mich kommt Dune definitiv sehr, sehr nah ran an meine damaligen Herr der Ringe-Erlebnisse. Ich fand ihn einfach perfekt. Also es ist groß, es ist episch, es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, es ist eine klassische Heldenreise und es hat so, so viel Spaß gemacht. Ich hatte ja das Hörbuch von Frank Herbert, Der Wüstenplanet, habe ich ja pausiert. Ich denke aber mal, dass das E-Book in nächster Zeit auf jeden Fall bei mir einziehen wird. Und es sind halt auch 800 Seiten, die fände ich jetzt als echtes Buch auch ein bisschen dick im Regal, von daher, oder auch in der Hand haltend. Mal sehen, wenn es dann vielleicht lesetechnisch ein Highlight wird. Vielleicht hole ich mir dann tatsächlich auch mal noch eine schöne, echte Ausgabe. Aber ich werde wohl erstmal dem E-Book noch eine Chance geben. Also ich kann den Film wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwas mit Fantasy zu tun hat, der ja, Science-Fiction mag, der mit epischen Geschichten etwas anfangen kann. Ja, richtig toll. Also ich, ja, auch der schauspielerische Cast und die Musik von Hans Zimmer. Ach, es ist alles so on point und so, so perfekt. Video in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Da schwärme ich glaube, eine halbe Stunde oder so nur über diesen Film.
Ja, ansonsten habe ich tatsächlich kein Vampire Diaries geguckt. Ich musste erstmal, oder muss die fünfte Staffel, glaube ich, musste ich einfach ein Stückchen verdauen. Und dementsprechend, habe ich da jetzt einfach erstmal lieber Hörbuch gehört und eben auch mal im Kino gesessen und habe das eben auch einfach sehr, sehr genossen. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es zur letzten Woche gar nicht zu erzählen. Nein, der Hangout am Dienstag mit der lieben Anka. Und ich glaube tatsächlich, ja, das war's soweit. Der Herbst ist da, aber das sieht man ja nicht nur an der Deko, sondern bestimmt auch jeder, wenn er draußen einfach mal vor die Tür geht oder aus dem Fenster rausschaut. Ja, das war's, meine Highlight-Bücherwoche. Ich hoffe, ihr hattet auch eine wunderbare letzte Lektüre, vielleicht tatsächlich auch ein Highlight. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen drüber quatschen, was ihr zuletzt gelesen habt. Aber erzählt natürlich auch gerne von eurem letzten Flop. Da können wir uns auch gerne drüber austauschen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.